Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Pikmin. Wir sind gerade unterwegs, dieses Ding da aus dem Wasser zu fischen. Jetzt brauche ich ein paar meiner blauen Pikmin, die ich schnell mal hier rüber geworfen habe. Okay, das lief jetzt nicht so wie gewollt. Ich brauche nämlich nur die blauen, weil die roten sterben im Wasser. Die brauche ich dann, um das da drüber zu transportieren ohne Probleme. So. Dann holt das mal aus dem Wasser raus. Ich hole mir schon mal die roten eigentlich hier. Jetzt muss das erstmal raus. Olli, hallo! So, dann hört mal auf, das zu tragen. Warum sterben... Warum sind da drüben jetzt gerade einfach mal ein Packen Blaue gestorben? Ich habe nichts getan. Nein, ihr tragt es eben nicht weg. Ich habe keine Ahnung, warum die da oben jetzt gerade einfach mal spontan gestorben sind, vor allem wie die da hingekommen sind. Ich kann mir höchstens vorstellen, das waren rot und die haben sich gedacht, wir steigen da jetzt hoch und dann, oh, da ist ja Wasser. So. Ihr tragt es jetzt da mal weg. So, ihr bleibt aber da auch mal kurz stehen, weil mit dem möchte ich dann noch die Leiter bauen, sodass wir da morgen hinkommen. Und euch schicke ich da einmal komplett hoch. So, weil ihr könnt da oben ja einfach chillen und nichts tun. Ohne zu sterben. Muss halt dann nur noch kurz vor Schluss dann hingehen. So. Dann baut ihr mal diesen Weg hier. Okay, ja. Kann sein, dass ich dann später... Ja, ich muss auf jeden Fall dann dahin. Alter, ich muss in die Flammen rennen, eindeutig. So, jetzt hoffe ich, dass meine Routen dann unbeschadet oben ankommen. Jetzt hole ich aber erstmal meine blauen da ab. So. Und ich heil mich kurz, dass dieses dämliche Geräusch aufhört. So. Kurz gehealt, ja. So, da unten sind jetzt die blauen. Also ich vermute wirklich, das waren dämliche Rote, die sich gedacht haben, boah, wir steigen da hoch, weil uns das eben keiner gesagt hat. Dann sind sie aus Versehen gestorben. Okay, da muss ich schon mal nicht hin. Da unten ist die Blume, dann stehen die irgendwo... Ach, da sind sie. Da stehen wir ein Haufen blauer Pikmin. So, dann tue ich die jetzt schon mal hoch. Und dann hole ich die roten und... Och, mach das nicht! Kommt einfach mit! Wie so Kleinkinder. So, nein, machst du es jetzt nicht! So. Dann tue ich die schon mal wieder in die Zwiebel rein. Und dann hole ich die roten ab. Die anderen kommen da unten. Ja, die sollten jetzt genau perfekt da oben hinkommen. Und die, wo da unten bei den Flammen stehen, die hole ich ab. Und dann gehen wir morgen erst zu den Flammen da runter. So. Können wir dann auch mit dem Blauen noch das andere Teil holen. Solange wir einen Teil am Tag holen, reicht es ja. Muss man sich ja nicht übernehmen, zwei oder drei Teile zu holen. Das Bonus. So. Okay, ja, dann gehe ich morgen einfach mit einer Horde von... Senden dann Wasser? Nee, eigentlich nicht. Ja, es wirkt so, als wenn ich da Wasserpigment mitnehmen sollte. Wir versuchen es dann einfach mal mit ganz vielen roten, die wir da hinstellen. Und dann holen wir erst die blauen. Okay, bringen wir die jetzt mal weg. Das Teil ist auch noch nicht beim Raumschiff angekommen. Ich lasse die jetzt auch nichts wegtragen, weil das schaffen die pünktlich nicht mehr. Weil die so lahmarschig sind. Dann gehen wir einfach morgen dann mit den Roten los und holen uns mit denen das ab. Macht ihr das schon wieder? Hört doch auf. Oh, ihr sollt euch nicht vollsaugen, ihr sollt einfach mitkommen. Oh, könntet ihr einfach mitkommen? Ich hätte euch da unten auch verrotten lassen können.
So. Schauen wir mal, ob wir uns noch abhanden gekommen sind. Vor allem, wo bleiben die anderen? Ach, da oben hinten sind sie ja, die schaffen die genau nur pünktlich. Können ja schon noch mehr da mittragen wollen. Sieht so aus, als wenn noch ein bisschen was gehen würde. So, jetzt sind sie ein bisschen schneller. Oh, 10 Sekunden noch. Chill. Also 40 sind schon mal da. Dann tue ich die 14 hoch und dann fehlen mir irgendwie noch ganz viele. Wo sind die? Okay, da hinten ist schon mal nirgendwo welche. Sind die im Boden? Sind das für den Boden, wo ich mich sehe? Hä, wo sind denn die restlichen 14 Stück, die ich hier eindeutig nicht sehe? Hä, die sind da angeblich verteilt außenrum? Ah, die sind ja dann noch da, wenn die im Boden sind. Analoger Computer. Es verstärkt die Gefühle des Dolphin-Computers. Er beschleunigt den Computer, aber bringt ihn auch schneller in Rage. Erinnert mich an meinen Chef. Ich habe 16 von 30 Teilen gefunden. Wenn ich nur noch 13 Teile finden würde, könnte ich die Leistung meines Schiffes erhöhen. Okay, dann kommt ihr da alle schon mal rein. Eindeutig. So. Ich habe keine Ahnung, wo ich welche vergessen habe. Hä, 14 Stück? Wo denn? Ja, die sind jetzt verloren. Power Chicken, na, wie läuft's? Nicht so gut, mir sterben auch noch meine Pikmin. Ist nicht so geil. Ich glaube, ich habe jetzt auch schon wieder 14 irgendwie vergessen irgendwo. Und die werden jetzt alle gleich gefressen, aber... Ich habe keine auf der Map gesehen. So, jetzt heben wir ab. Normalerweise kommen die jetzt halt und wollen mit, aber... Nee, ich habe tatsächlich alle. Außer er frisst jetzt irgendwelche Unsichtbaren, was ich jetzt nicht glaube. 13 Tage seit Aufprall. Nun fehlen mir nur noch 14 Teile. Ob ich es wohl schaffe, diese in 17 Tagen zu finden, sicherlich benötige ich nicht alle Teile. Sollte mein Schiff am Tag 30 nicht vollständig repariert bleiben, so bleibt mir nur trotzdem einen Start zu versuchen. Ich erinnere mich genau an den Tag, an dem ich meinen Sohn zum ersten Mal in diesem Schiff mitgenommen habe. Ich werde ihm von meinen Erlebnissen dieser Reise erzählen und ich werde hier heimfliegen. Ich stelle mir schon den interessanten Ausdruck in sein Gesicht vor, wenn ich ihm alles über die Pikmin berichte. Ja, 30 sind mir irgendwie gestorben. Die sind nicht im Kampf gestorben. Sind mir irgendwie ertrunken. Okay. Dann gehen wir gleich nochmal in diese Region. Uns fehlen nur noch 14 Teile und ich bin mir sicher, dass wir die holen. Vor allem im Zentrum des Waldes fehlen mir noch 3 Stück. Und ich weiß ungefähr, wo die... Also ich weiß sicher, wo sie alle sind. Aber wie ich da hinkomme und wie ich einige Gegner besiege, ist noch unklar. Jetzt holen wir uns das erste Mal ganz viele Rote, damit die diese Treppe fertig bauen. Und dann werde ich mir aber auch noch gleich ein paar Blaue dann holen. Also ich werde nicht komplett voll mit Roten machen, sondern mir auch ein paar Blaue holen, damit die schon mal das andere Teil holen. Das heißt, ich hole mir so 60 Rote. Das sollte nach einem Plan klingen. So, nur 60 Rote ungefähr. 51. Das ist schon. Okay, und dann lasse ich dir jetzt erstmal die Brücke machen, hol mir mal die blauen, mach mit denen den Teil da hinten. Und dann gehe ich wieder zu den roten. Vielleicht parke ich mir dann auch ein paar blaue hier irgendwo, damit ich die nur mitnehmen muss. So. Kommt mit. Ihr müsst eine Brücke bauen, Leute. Ja, eigentlich muss ich bei denen jetzt nicht so krass drauf achten, aber... Gut, wir bauen die Brücke weiter.
Meine Schatz ist. Oh, da ist einer hingefallen. Könntest du vielleicht auch noch dich bemühen, damit zu bauen? So. Gut, ich mir jetzt meine blauen und schau, dass ich meine blauen. Das Ding im Wasser finde. Das sollte ja gehen. So. Den einen Frosch habe ich hier eh schon gekillt, der mich gestern so genervt hat. So, einmal nach oben. Wir haben schon über der Hälfte der Teile. Ich habe so Panik vor diesem Quell der Hoffnung. Oder wie, nee, nicht Quell der Hoffnung. Wie ist das? Quelle irgendwas. Quelle des Waldes oder so. Auf jeden Fall, wir werden so heftig sterben einfach nur. So, dann hole ich mir jetzt erstmal ein paar blaue, die ich mir gut gezüchtet habe nach so einem Massentod. So, kommt mal her, meine Schatzis. Und dann schauen wir mal nach da unten. Hey, wir streamen ja schon 2 Stunden. Ist mir gar nicht so lange vorgekommen. Ich muss so schauen, dass ich diesen 16 Uhr Platz voll kriege, weil wir, Dings ändert jetzt bald. Wie heißt das? Wöh, das ist ein Gegner. Wo muss ich hin? Wo bin ich? Okay, ich muss davor. Bitte, das ist jetzt kein hässlicher Gegner. Wöh, das ist ein Frosch. Nein, kommt her, kommt her, kommt her. Nein, geht weg da, geht weg da, geht weg da. Kommt her, kommt her. Nein, es sind ganz viele gestorben. Es sind 15 Stück gestorben. Kommt her, kommt her. Nein, da kommt noch ein zweiter. Ich hasse Frösche. Nein. Warum kriege ich gerade so viel Schaden? Ich hasse diese Viecher. Da kommt noch ein zweiter. Kommt her. Hier stirbt doch gerade einfach nur alle sinnlos. Jetzt habe ich nur noch 20 Pikmin. Ich schau mal, dass ich vielleicht das Teil einfach so tragen kann. Toll, mein Dioxinfilter. Er ist oberhalb des Raketenantriebs angebracht und filtert die Abgase des Schiffes, sodass sich keine Giftstoffe in die Atmosphäre gelangen. Das bedeutet auch, dass ich in der Lage bin, mir diesen Planeten anzuschauen, ohne seine Atmosphäre zu vergiften. Ein gutes Gefühl. Cool. 40 brauche ich, oh Gott, ja. Das können wir vergessen. Kommt mal mit. Ich könnte vielleicht einen Frosch abtransportieren, das wäre eine Idee. Ohne den anderen dazu zu reizen. Rennt da einfach mal ganz schnell weg. Ja, das sollte keinen treffen. So, die anderen paar kommen mit. Ja, das sollte die anderen nicht mehr erwischen. Schauen wir mal, vorsichtshalber. Nee, die sind schon ein ganz Stück weg von den anderen. So, ja, transportiert den weg, um euren Verlust wieder gut zu machen. So. Stellt euch mal schnell hier ab. Und geh dann mal kurz zu den Roten, wie weit die sind. Da kann es nämlich jetzt auch sein, dass wir ein paar Blaue brauchen, um da durchzukommen. Das weiß ich noch nicht sicher. So, die ganzen Roten. So. Irgendwo sollte da jetzt was sein. Hä? Da oben soll was sein. Oh, stellt euch mal alle hier kurz hin und ich hole mal die Blauen, dass wir diese Fontäne da anmachen. Oh, 5 Blaue werden wahrscheinlich nichts ausrichten können. So, hier, Chipom. Oh, ich habe keinen Bock, da mehr Blaue mit nach da hinten zu schleifen. So. Schau ich mal, dass ich ein wieder hinbekommen. Nee, jetzt muss ich echt schauen, dass ich mit dem Feuer da durchkomme. So, geh mal an. Genau, dann geh mal aus. So, dann warten wir kurz für den Feuerchen. Und renn da auch durch. Ich habe gestern so einen Massentod vom Blauen hingekriegt. So, dann mach mal das da, was auch immer ihr da machen könnt. Mach das mal. Okay, da oben ist ein Teil. Aber wie kriege ich da irgendwas hoch? Hä, wie kriege ich die denn da hoch? Wollt ihr mich verarschen? Ich kann die doch nur nicht hochwerfen, oder? Doch, ich kann die Roten da hochwerfen. So, dann kommt mal her. Dann werfe ich euch mal da hoch.
Kann ich jetzt da nur gelbe hochwerfen oder was? Oh nein. Kann ich jetzt ernsthaft? Das ist doch ganz knapp, oder? Ich will hier nicht noch gelbe hinschippen. Ernsthaft. Ja, ich muss gelbe holen. Hier bleibt alle mal stehen. Hier bleibt auch stehen. Und ich hole uns ein paar gelbe. Wie schön. Dann muss ich hier praktisch noch blaue holen, um das andere Teil da vorne zu holen. Wie toll. So. Ein Teil möchte ich ja heute mindestens holen, deswegen hole ich das auch heute. So, ihr kommt alle mal da wieder rein. Den Boden können wegen mir erstmal anfangen zu blühen und dann hole ich die. So, ich sehe mal, wir machen jetzt mal ganz kurz einen Cut. Und nächstes Mal machen wir dann weiter mit unserer gelben Pikmin-Aktion. Bis dahin. Tschüss.